The fourth plague, flies. Okay. Hey, kleiner Vogel. Und du flitzt einfach nur hin und her. Okay, was können wir machen? Nichts. Wir können den Stein etwas anheben. Und das war's leider. Naja. Okay. Ah, da ist die Musik. Okay. Ja, mal geradeaus erstmal. Durchs Birkenwäldchen. Ja. Okay. David wird jetzt ein wunderschöner Schmetterling. ja, nee, irgendwie nicht. Okay, unser Bruder David ist jetzt anscheinend eine übergroße Fliege und hier brauchen wir wieder etwas, was wir ausquetschen können. Herzen? Ach Gott. Wir hatten es ja schon mal in einem anderen Kapitel oder beziehungsweise vorher im Spiel, dass wir Sachen darin auspressen mussten. Was haben wir hier? Ein kleines Loch. Ein Hase. Und? Oh je, mir schwant nichts Gutes, wenn ich Herzen sehe und kleine Tiere sehe. Okay, das Holz sacken wir mal ein. Oh, wir haben eine Kerze. Und was ist das? Wir haben hier ein kleines Schieberätsel. Okay. Ah, alles klar, alles klar, alles klar. Mit durch. Ich weiß, wie es gemeint ist. Nee, so geht's nicht. So geht das nicht. Kann ich das hier nicht jetzt irgendwie da mal zwischen bunkern und dann sag ich mal so. Und so. Und das ist ja auch Quatsch. ist ja auch Quatsch. Sag. Wahrscheinlich müssten wir es erstmal so machen. So. Und jetzt hat gerade den Denkfaden verloren. Doch, nee, ist richtig. So. Naja, wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen besser gegangen sein. Ein bisschen eleganter, aber es ist effektiv. Die Truhe. Okay, die Truhe ist offen. Hey, Schwesterherz. Lass dich nicht. Alter, lass dich nicht stören. Ich nehme einfach bloß die Schippe hier raus und du mach dein Ding. Ciao. Okay, da machen wir doch mal ein bisschen Feuer unterm Kessel. Oma ist im Kessel. Da, gib mir die Möhrchen. Danke. Go find your brother. Ja, nee, eigentlich nicht. Der ist jetzt eine Fliege, den will keiner mehr finden. Okay, kann ich jetzt irgendwie den Hasen? Oh. Oh. Hey, Bruder. Oh. Oh, okay, okay. Oh. Oh, nee. Oh, nee. Ich hatte schon so eine Ahnung. Ja, ganz, ganz fein gemacht. Jetzt verpiss ich. Aber zackig. Oh, Hasi. Fair. Okay, wir schauen uns mal ein bisschen weiter um. Oh, das ist ja wirklich übel, ey. Was ist das? Gerard, alles klar? Was? Versteckst du dich hier in einer Grube ohne. Oh, ein Wurm? Darf ich den mal kurz nehmen? Dankeschön. Soll ich wieder zumachen? Ja, denn. Viel Spaß noch. Was haben wir hier? Noch einen Stock. Den nehmen wir noch mit. Und dieser Untersetzer ist weg. Ich hab's doch gewusst irgendwie. Aber wozu war der? Wozu war der? Was hier? Was ist das? Ah, okay. Alles klar. Alles klar. Kleines Minispiel. Was soll ich ihm die geben? Ah. Ah. Okay, okay, okay. Und vielleicht... Ah, er soll hier hin. Alles klar. Okay, cool. Und kriegen wir... Oh nein. Okay, 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 alles klar. Hier muss also da irgendwie hin. So. Schauen wir mal.
So. Ne? Ah, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Okay, und ihr wird wahrscheinlich alle Muscheln ablaufen müssen. Denke ich mal. Also nichts mit abkürzen. Okay, gut. Gucken wir mal kurz, wie wir es jetzt hier machen. Ist aber auch knifflig. Gehen wir oben lang? Wir probieren es mal. So, ja. Sieht irgendwie gut aus. So wird's was. Und wir dürfen ja nicht in die Seeigel. Get it. War's das jetzt bitte? Na, oh, nein, war's noch nicht. Ach, das war ja klar. So, okay. Wie wollen wir es tun? Wie wollen wir es machen? Können wir das so machen? Schauen wir mal. So, er muss irgendwie runterlaufen. Gucken wir mal. So, du gehst nach da, du nach da. So, nur diese Muschel. Diese Muschel ist nicht gut. Was machen wir? Kann ich eigentlich auch? Das wäre mal recht interessant. So. Geht das? Das wäre witzig. Ja! Okay, cool. Schön. Und am Ziel. War es das jetzt bitte? Ja. Oh nein, armer kleiner Schrimp. Nein. Na dann. Na dann. Das klingt auch noch so widerlich, ey. Krabbenfleisch. Okay. Verfatzter! So, okay, gut. Es tut mir ja schon in der Seele weh, aber ich glaube, wir müssen zum Strand zurück. Zu dem kleinen Vogel. Oh Mann. Hey, kleiner Piepmatz. Oh nein. Hey, sorry. Na das. Ach, ist das fies, ey. Das ist... Aber auch so ein surrealer Shit irgendwie, ja. Also, ich kann mir nur gar nichts jetzt hier gerade erklären, wie jetzt überhaupt die Story hier verläuft, was hier überhaupt abgeht auf dieser Insel. Ja, also schon allein so eine Insel Paradise zu nennen, das ist ja schon blanker Hohn. Blanker Hohn, hier ist nichts Paradise, hier ist alles nur schlimm. So, und wir packen jetzt die Herzen rein und pressen die mal aus. Ich hoffe, das Krabbenfleisch geht auch durch. Ja, das zählt auch. Und dann bitte. Oh, ein Diamant. Okay. Unos Diamantos. Was können wir hier? Können wir hier was einfügen? Yay! Was haben wir denn jetzt eigentlich? Mal ganz kurz gucken. Ich weiß jetzt gar nicht, wofür wir jetzt eigentlich die Schippe... Wofür war die Schippe? Hab ich was verpasst? Go find your brother. Wofür war die Schippe? Schaufel. Wofür ist die Schaufel? Okay. Suspekt. Sehr suspekt.
Soll ich die noch einbuddeln? Oh. Okay, was soll das bitte? Was soll das? War das jetzt ein Achievement gerade? Strange. Ich habe das Bedürfnis, noch diese armen Tiere einzubuddeln, irgendwie. Oh, Alter. Fängt schon an zu verwesen, ey. Kann ich auch nichts machen. Ich versteh's nicht. Nun gut. Steigen wir die Treppen hinauf. Vater. Geht's dir gut? I need her memories. I need to find. Alter, Vater, du hast ja mal richtig in den zu laufen. So, was haben wir denn hier Schönes? The glory day of the lake will come. Okay, one will find death and the other enlightenment. Krass, okay. Ja, die glorreichen Tage des Sees werden kommen und einer wird den Tod finden und die anderen werden erleuchtet. Alles klar. Also hier wird geopfert. Enlightenment. The Chosen One. Okay, Erleuchtung. Und der Erwählte. The Elixir of Life and Death. Flowers, Hair, Copper, Fire, Wood, Cloth, Chalk and Heart. Okay, alles klar. Also, was heißt alle klar? Nichts ist hier klar. Das sind halt die einzigen Kredenzien, die man halt braucht anscheinend. Und die werden in diesen Kubus reingemacht, anscheinend. Und bilden nachher das Elixier für Leben und Tod. Tja. Okay. The Extraction of Memories. Okay, alles klar. Der Name der Erinnerungen, ja, in den Würfel anscheinend. Durch die acht Plagen, ja, kann das sein? Der hungrige Geist, Balance, the substance of your past life. Okay, der hungrige Geist, der hält die Balance der Substanz. Es ist halt ein bisschen blöd übersetzt jetzt, sorry. Aus deinem vergangenen Leben, irgendwie wiegt deine vergangene Leben ab, irgendwie. Dass die Substanz dessen, balanciert die Substanz deiner Vorleben aus. Okay. Man muss es einfach nur anklicken und es wird dir übersetzt. Die Entnahme der Erinnerung. Okay, alles klar. Gut. Was haben wir hier oben Schönes? Oh. Okay, das haben wir hier für einen Code gefunden. Wir schauen mal kurz ins Buch. Was ist das? S-Dreieck. Ah, okay. Schaut mal. Hier vorne ist das S. Das muss anscheinend auf die 1. Hier haben wir das eine Dreieck. Das muss auf die 3. Der Kreis muss auf die 8. Denn das waren das gar nicht die 8 Plagen. Und das durchgestrichene Dreieck auf die 10. Okay. Nice. Die Erinnerungen gehören dem See. Warte mal, ich guck die letzte Seite mir richtig angeguckt. Nee, nicht. Sehr witzig. Ja, hier haben wir die Plagen, hier haben wir diesen Brunnen, unseren Wunschbrunnen, und da werden ständig die Erinnerungen eingegeben. The Chosen One. Ach ja, die Eulen. Wer kennt sie nicht? Aus Twin Peaks. Unheimlicher Shit. Okay, gut. Denn der ist schon richtig. Der kommt auf die 3. Und die anderen standen anscheinend schon richtig. Oh nein. Vater! Nein, Vater! Echt jetzt? Oh nein, Vater! Nein, Mann! Oh! Oh! Ja. Ja, super. Ah, schon wieder eine Vision, eine Erinnerung. Ja. Wahrscheinlich. Also, ich bin jetzt felsenfest mal der Meinung an dieser Stelle, und es ist jetzt auch nur meine Meinung und eine Theorie natürlich irgendwie, dass wir oder unsere Mutter ist hier geopfert worden.
unsere Mutter ist geopfert worden, damit die anderen in Anführungsstrichen erleuchtet werden. Hat nun nicht anscheinend so richtig geklappt. Also so richtig erleuchtet sehen die mir alle hier nicht aus irgendwie. Aber wer weiß, vielleicht kommt es noch vollkommen anders, wenn wir die anderen Plagen noch lösen und der Geist die Balance unserer feigen Leben irgendwie ausbalanciert oder in die Waagschale wirft. Who knows? So, wir packen erstmal natürlich erstmal den Kugus wieder rein. Der geht tauchen und wir beenden die Plage fliegen. Und die nächste Plage wird sein... Oh, nee, Pest, ne? Was?